Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. In meinem heutigen Video geht es darum, dass die Europäische Zentralbank vorhat, einen Bitcoin-Altcoin zu bauen. Und das klingt ziemlich merkwürdig, dass die Zentralbank jetzt vorhat, einen Altcoin zu bauen. Und tatsächlich hat sie es aber im entferntesten Sinne so gesagt. Und wir schauen uns das ganze Thema heute einmal im Detail an. Allgemein geht es in diesem Video und bei der heutigen Thematik um CBDC, Central Bank Digital Currencies, also Zentralbankwährungen in digitaler Form. Und jetzt sagt der eine oder andere, ich benutze meinen Euro doch schon die ganze Zeit digital, ich kaufe damit über PayPal und viele andere Lösungen. Und ja, genau, tatsächlich wird sich für euch gar nicht so viel ändern, wenn es mal irgendwann CBDCs gibt. Das ist eher ein Prozess im Hintergrund, um diesen ganzen Prozess, den die Banken und Zentralbanken haben und führen, in digitaler Form machen zu können und da ein bisschen was programmieren zu können, wo heute noch sehr viele manuelle Eingriffe stattfinden. Dieses ganze CBDC-Thema habe ich euch schon mal reingeholt in einem Interview oder sogar mittlerweile mehreren Interviews, die ich mit dem Alexander Bechtel geführt habe. Der war Berater bei der Europäischen Zentralbank und seit er seinen PhD beendet hat oder kurz davor, ist er als fester Mitarbeiter bei der Deutschen Bank angefangen und entwickelt sogar tatsächlich diese Technologien mit oder gibt dort seine Expertise mit rein und gibt Informationen, wie vielleicht ein CBDC von morgen aussehen könnte. Ja, und da kommen wir jetzt zum großen Punkt, weil viele natürlich sagen, hey, allgemein haben wir Bitcoin, weil wir den zentralen Währungen, den Fiat-Währungen, US-Dollar, Euro, Yen und so weiter nicht vertrauen. Und das hängt an verschiedensten Dingen. Zum einen, dass die digitalen Payments nicht wirklich anonym sind und zum anderen aber, dass das Geldsystem an sich komplett korrumpiert ist. Das bedeutet, irgendwer kann ständig neues Geld erschaffen in Form von neu gedrucktem Geld oder in Form von Krediten, die jetzt erstmal ausgegeben werden und rein theoretisch, wenn das Geld zurückkommt, wieder, auch vernichtet werden, also diese Geldmenge. Tatsächlich sind aber auch diese Kreditvergaben nichts anderes eigentlich als Gelddrucken und selbst Christine Lagarde hat das mal in einem Kommentar zugegeben, hat gesagt, diese quantitative Lockerung kommt eigentlich einer Inflation oder eher gesagt der Geldausweitung gleich. Und von daher nur, um das an dieser Stelle schon mal so ein bisschen festzulegen. Bitcoin ist ein sehr spezieller Wertespeicher, denn hier gibt es keine zentralen Vertrauensstellen und niemand ist in der Lage, diese 21 Millionen Bitcoin auf eigenem Belieben auszuweiten. Das müsste schon ein sozialer Konsensus sein, dem wir alle zustimmen. Und wenn das nicht passiert, wird das auch niemals passieren. Und da eigentlich niemand darüber oder davon Vorteile hat, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, außer eine zentrale Entscheiderinstanz, denke ich nicht, dass es jemals passiert. Tatsächlich ist es aber so, dass Bitcoin genau deswegen gekommen ist, damit wir ein globales Geld nutzen können, was eine Infrastruktur stemmt, die noch nie ausgefallen ist. Und das ist, würde ich mal sagen, die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur, die am längsten funktioniert hat, ohne einen einzigen Ausfall global. Und darüber hinaus dezentral entwickelt wird und wo jeder Teilnehmer ein Teilnehmer des Netzwerks ist und diese Regeln mitdefiniert und aushärtet. Und genau das ist natürlich etwas, was jetzt in Fiat-Währungen gar nicht so recht kommt, zumal sie auch ihre anderen Probleme haben. Sie sind nämlich eigentlich noch im Zeitalter der Schreibmaschine stehen geblieben, während wir schon das Geld von morgen im Vergleich zur Schreibmaschine den Computer benutzen. Und da möchte natürlich irgendwie die zentralen Entitäten, vor allem die Zentralbanken, konkurrieren können. Nicht zuletzt, weil es gerade großen Druck aus China gibt. China baut nämlich schon ihr eigenes CBDC und sind damit sogar schon gestartet. Also es ist quasi schon fertig. Der sogenannte digitale Yuan, wie er hier genannt wird, eigentlich ist es eher der digitale Renminbi, ist aber auch egal. Viel wichtiger ist, dass China ziemlich einen Vorsprung hat und damit enormen Druck auch auf die Zentralbank EZB für Europa, aber auch auf die Zentralbanken, also Fedwire für die USA und die ganze USA-Zone, das heißt auch alle Länder, die den Dollar benutzen, ausübt. So, und jetzt haben jetzt hat die EZB Nägel mit Köpfen gemacht, wie man sagt, und hat gesagt, es muss jetzt schnell gehen. Ja, sie haben ja schon mal geäußert, das darf maximal noch 5 Jahre dauern, bis unser digitaler Euro da ist, aber jetzt muss es wirklich schnell gehen. Und dazu haben sie jetzt was veröffentlicht und das Ganze sieht so aus. Das ist noch ein weiteres Dokument. Ich zeige euch heute erstmal nur dieses. Wir schreiben dazu jetzt auch noch einen Beitrag, der wird noch im Laufe des Tages kommen. Da gehen wir auch auf das andere Dokument ein. Dieses Dokument ist erstmal wichtig. Sie sagen nämlich hier, dass sie jetzt in den nächsten 24 Monaten eine starke Phase haben, wo sie mit ganz vielen Fachleuten aus verschiedensten Bereichen sich jetzt zusammensetzen und überlegen, hey, was muss dieses digitale Geld, dieser digitale Euro überhaupt können? Wie wollen wir das umsetzen? Wie anonym soll er werden? Ja, tatsächlich planen sie da eine gewisse Anonymität in einem kleinen Rahmen reinzubauen. Die Frage bleibt am Ende, wie anonym das wirklich wird. Wir werden sehen.
Ganz wichtig aber an dieser Stelle, es bleiben ein paar Probleme. Und ja, die Probleme sind zum Beispiel sowas hier. Ja. Da kommt nämlich jetzt genau das, was viele Ökonomen behaupten, was nicht passieren würde, wenn man die Geldmenge ausweitet, und zwar Inflation. Überraschung, sie kommt doch. Natürlich muss man jetzt das ganze Thema hier mit Vorsicht betrachten. Wir haben jetzt eine Inflation, weil wir vorher auch in einer vorsichtig gesagt deflationären Phase waren, wegen Corona, und jetzt das Ganze so ein bisschen wieder in Gang kommt. Nichtsdestotrotz trifft auch diese Phase jetzt gerade die Analysten deutlich härter als erwartet. Das Inflationsziel von knapp 2% ist bei weitem überschritten, und das ist gerade erst der Anfang. Natürlich hier auch zurückzuführen auf die massive Geldmengenausweitung, die die USA im letzten Jahr getätigt hat, auf M2-Menge nämlich über 20%. Das heißt, am Ende, naja, jeder vierte, fünfte Dollar, irgendwas in diesem Bereich, der jemals erzeugt wurde, ist im Jahre 2020 erzeugt worden. Also wenn das nicht zwangsläufig irgendwann zu einer Preisinflation führt, was denn dann? Ja, okay, aber tatsächlich ist das hier so ein bisschen das Thema. Und ja, das wird auch ein digitaler Euro oder auch später ein digitaler Dollar nicht verhindern können. Und wir befinden uns in einer Thematik, wo das Narrativ der Finanzwelt heutzutage und der Ökonomen und des Staates und der Zentralbanken ist: Wir müssen Geld drucken. Wir müssen Geld drucken, um unsere Probleme aufzufangen. Wir müssen damit die Sparer enteignen, und wir müssen das Geld nach unserem Belieben neu verteilen, weil wir sagen, hey, ich glaube, der kann mit dem Geld besser was anfangen wie alle anderen. Ja? Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein massives Einmischen in die Wirtschaft. Das hat auch nichts mit Kapitalismus zu tun. Und wenn es Kapitalismus ist, dann spielt da einer halt mit gezinkten Karten, weil er unendlich viel Geld machen kann. Ja, das ist ein bisschen wie, man sitzt am Tisch mit Leuten, die Monopoly spielen, und einer hat noch drei Monopoly-Spiele unten unterm Tisch stehen und holt die ganze Zeit Geld heraus, ja, und gewinnt. Wie auch immer er das schafft, aber er gewinnt. Er muss nicht nach den Regeln spielen, die alle anderen spielen müssen. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Und ein Problem, was natürlich der CBDC überhaupt nicht löst. CBDC wird, wie gesagt, eher ein technisches Thema. Im Hintergrund können vielleicht die Prozesse ein bisschen effizienter gemacht werden. In der Form, dass es aber sowieso ein zentrales Produkt ist. Ganz wichtig. Und hier stelle ich die ganze Zeit auch diesen Vergleich zu Bitcoin dar, weil das notwendig ist für eine Thematik, die wir jetzt gleich sehen, die ich sehr, sehr spannend finde. Scrollt man nämlich in diesem Dokument runter, wo sie vorschlagen, hey, lass mal jetzt die nächsten 24 Monate über die Probleme von Bitcoin sprechen und wie wir die lösen können und so weiter, sehen wir auf einmal Folgendes. Im letzten Absatz steht da, naja, so in Bezug auf diese ganzen Experimente, wird die digitale Euro-Infrastruktur sehr, sehr effizient sein. Wir werden zehntausende Transaktionen die Sekunde machen. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem Energieverbrauch von Bitcoin, also die Probleme haben wir nicht. Wir schaffen das ohne diesen Energieverbrauch. Im ersten Moment, wo man das liest, denkt man sich, ja, okay. Im zweiten Moment denkt man sich, holy shit. Da steht nicht, hey, unser CBDC wird besser wie der aus China, und wir haben Angst, dass vielleicht China sich so weit ausbaut, dass wir irgendwann uns an deren CBDC anknüpfen müssen oder so. Nein, man bezieht sich hier auf Bitcoin. Der digitale Euro nimmt sich als Maßstab nicht andere CBDCs, die bereits da sind, sondern Bitcoin. Aber noch viel krasser als das ist eigentlich, dass, wenn man sich das so durchliest, sich vorkommt, als würde man so ein White Paper von irgendeinem Altcoin-Projekt sehen, was sich voll bescheuerte Ziele auf die Fahne geschrieben hat und meint, hey, wir erreichen all diese Ziele und haben keine Trade-offs und sind genauso sicher wie Bitcoin und ja. Keins dieser Altcoin-Projekte hat das jemals beweisen können, davon mal ganz abgesehen, klingt das ja genauso. Also, wer würde mir nicht zustimmen, dass diese Phrasen auch von irgendeinem Altcoin-Projekt stammen könnten? Und dann wird einem plötzlich bewusst, naja, Zentralbanken sind auch nur irgendwelche privaten Unternehmen. Ja, und die haben vorher, ohne dass es wirklich Konkurrenz gab, außer das Geld aus anderen Ländern vielleicht, haben sie in ihrer Zone ein Geld verteilt nach eigenem Belieben, was keiner harten Arbeit hervorgegangen ist. Und ja, tatsächlich wird einem langsam klar, das waren unter Umständen ganz schöne Shitcoins, die man uns da aufgedrückt hat. Ich bin froh, dass wir Bitcoin haben, und am Ende finde ich es spannend, dass die Europäische Zentralbank in diesem Paper sich nicht versucht, an einem CBDC der Chinesen zu messen und der Performance, sondern am Bitcoin. Und das lässt mich wirklich sehr guter Dinge sein, weil ich glaube, am Ende gewinnt das bessere Produkt, nicht das aggressivere oder das Produkt, was kämpfen will oder so, weil Bitcoin will das nicht. Bitcoin ist einfach nur gut. Bitcoins Lösung ist einfach so genial, dass alles in allem einfach nur perfekt ist und sich fügt. Und je länger man sich mit Bitcoin befasst, desto mehr versteht man das. Und das ist sehr interessant, weil ich glaube nicht,
dass der CBDC auf kurz über lang, den die Europäische Zentralbank da baut, wirklich mit Bitcoin konkurrieren kann. Vielleicht eine Zeit lang, weil sie das den Leuten noch einreden können. Aber am Ende entwertet auch dieser Shitcoin dauerhaft. Und damit kommen wir zu einem noch relativ wichtigen Punkt, den ich in diesem Video noch ansprechen wollte. Und das ist dieser Energieverbrauch. Ich meine, wir wissen, dass dieses Thema ein vorgeschobener Grund ist. Ich meine, sie rechtfertigen in diesem Fall ihren Altcoin, den sie da gerade bauen, damit, dass sie sich auf einer Thematik berufen, die einfach keiner korrekten Faktenlage unterliegt. Wir haben mittlerweile ganz aktuelle Zahlen von Square und von MicroStrategy und diesen ganzen Leuten, die bei diesem Mining Council mit dabei sind. Und was wir mittlerweile sehen ist, dass 56% des Energieverbrauchs von Bitcoin mittlerweile aus erneuerbaren Energie kommen. Und wir haben erst vor einem halben Jahr immer uns auf das Paper bezogen von der Cambridge University, wobei Bitcoin zu 39% aus erneuerbaren Energien bestand. Und natürlich spielt hier auch das Thema mit rein, dass in China viel abgebaut wurde. Aber in China wurde gerade in den Regionen Mining abgebaut, wo nämlich viel auch erneuerbare Energien produziert wurde. Also tatsächlich sehen wir hier einen Anstieg, dass immer mehr Miner erneuerbare Energien nutzen. Wir sehen aber noch was. Wir sehen auch, dass Bitcoin genau dieses Thema fördert. Zum Beispiel verbraucht mittlerweile Bitcoin gerade mal 0,4% des sowieso weltweit überproduzierten Stroms. Das heißt, wenn ich jetzt eine Solaranlage habe, Wasserkraft, Windkraftanlage, dann macht diese Windkraftanlage eine Stromproduktion, die vielleicht in dem Moment gar keinen Abnehmer findet. Weil gerade ist total starker Wind, aber es gibt keinen, der gerade diesen Strom braucht, der daraus erzeugt wird. Was also der Stromanbieter dort macht, ist, er gibt diese Energie einfach wieder an die Umwelt ab. Ja? Er hat sie nicht in einen monetären Wert umwandeln können. Er hat sie nicht verkaufen können. Und das ist ein Problem. Stellen wir uns nämlich jetzt mal Folgendes vor. Wir würden versuchen, in Deutschland zunehmend auf erneuerbare Energien umzustellen. Oder global, dann müssten wir massiv viel aufbauen, weil natürlich diese Energien in den Momenten, wo wir Stoßzeiten haben in unserer Gesellschaft, diese Strommengen liefern können müssen. Das heißt, wir müssen so viel aufbauen, dass selbst wenn sie wenig liefern, den maximalen Peak von dem, was wir verbrauchen, abfangen könnten. Das würde aber auch bedeuten, dass in dem Moment, wo wir den Strom nicht brauchen, dieses ganze Prozedere, diese ganze erneuerbare Energie Strom für nichts produziert und wir damit nichts anfangen könnten. Das würde bedeuten, dass so ein Stromanbieter einfach nicht profitabel ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, er könnte immer in den Situationen, wo der Strom keine Abnehmer findet, seine Mining-Anlage anschmeißen und zu einem 0-Cent-Tarif Mining betreiben. Das wäre sehr profitabel. Das wäre viel, viel profitabler wie jeder Kohle, Öl oder sonstige fossile Brennstoff, den wir benutzen würden, um daraus Bitcoin-Mining zu betreiben. Tatsächlich gehen diese Konzepte so weit, dass heutzutage die ersten Dienstleister in dem Bereich, Energielieferanten, genau deswegen erneuerbare Stromanlagen aufbauen, um in Ballungsgebieten Strom liefern zu können und in den Momenten, wo sie überproduzieren, ja, trotzdem einen monetären Wert aus dem Ganzen ziehen und so ihren Aufbau der erneuerbaren Energien überhaupt erst realisieren können. Super spannendes Konzept und derartige Dinge werden komplett ignoriert. Natürlich auch in dieser Argumentation, die eine europäische Zentralbank hier anbringt, um den eigenen CBDC, Altcoin, Bitcoin-Altcoin zu promoten. Nichtsdestotrotz finde ich dieses Bild, was sich hier gerade abzeichnet, super spannend zu sehen. Auch die Zentralbank, auch die Europäische Zentralbank baut nur einen Bitcoin-Altcoin. Der Maßstab ist kein China, der Maßstab ist nicht die USA, der Maßstab ist das dezentrale, digitale, freie Geld Bitcoin. Und das hat Bitcoin nach 12 Jahren geschafft. Ich möchte gerne wissen, wo wir in 12 Jahren stehen. Und ja, ich denke, wir werden es alle noch sehen und erleben. Und das werden spannende Zeiten. Haut mal das Like aufs Video, falls euch der Inhalt gefallen hat. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, drückt die kleine Glocke. Und wenn ihr irgendwie noch ein Thema habt, euch noch was auf der Seele brennt, ihr diese Konzepte interessant findet oder einfach mal euren Gedankengängen freien Lauf lassen wollt, gerade zu diesem Thema, dann haut es unten in die Kommentare rein. Bevor ich es vergesse, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Mining überhaupt funktioniert, Debbie hat ein in unter 5 Minuten Mining erklärt Video gemacht, gerade für Leute, die neu im Space sind und Anfänger sind. Debbie macht einen ganz tollen Job auf ihrem Kanal, das ist meine Verlobte und die lernt gerade Bitcoin und immer wenn sie ein neues Thema gelernt hat, gibt sie es an die Community weiter. Also da gerne auch einfach mal reinschauen, ich verlinke es auch gleich im Videoabspann und damit auf Wiedersehen und tschüss liebe Leute, macht es gut.